So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder zurück in Sassau, nachdem wir ja mit dem Müller geredet haben und der Penner ja erst mit uns reden will, wenn wir diese Aufgabe erledigt haben. Wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen Stoff klauen. Oder. Warte, wo müssen wir hin? Oder vielleicht können wir auch einfach kaufen. Ja, da. Stiefel mir das nicht mehr im Burkhardtstoff vom Sassau-Schneider. 0 von 1. Kann ich den denn einfach kaufen und die Sache ist geritzt? Ich muss ja den Scheiß nicht klauen, oder? Hallo, tapferes Schneidelein. Wo ist denn der Stoff? Da. Ist das der Stoff? Nee. Modische grüne Beinlinge. Was ist denn? Entschuldigung, geh weg. Oh. Bitch. Oh. Ja, komm. Guten Tag. Lass uns handeln. Sonstiges, oder? Kleine Schneiderset, Schneiderset. Ja, scheiße. Warum kann ich das nicht kaufen? Ich habe 2000. Ach so, weil ich es nicht tragen kann, deswegen. Hä? Was ist denn? Rot-gelbe Beinlinge. So für jemanden? Ja, ich will euren Stoff haben. Hä, wo soll denn der sein? Ist etwas passiert? Nein, Schnauze. Wer bist du eigentlich? Geh mir doch auf den Sack hier. Ich mach hier mal zu, Jungs. Machen wir auch mal zu. Kann ich da rein? Nee, kann ich in der Schlossgarten schwer. Na los. Was denn? Oh. Hey, was machst du hier? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Ach so, um die Uhrzeit ist es. Bist du taub? Ich bin doch schon weg. Was haben wir denn da? Ah, fuck you. Ich muss jetzt hier pennen. Ey, die stehen halt alle da hinten und schauen blöd, ne? Das ist doch bescheuert. Ach stimmt, ich brauche ja hier gar keine... Boah, sag's mal. Ich muss hier gar kein Zimmer mieten. Ich habe ja immer noch in Uldis einen Schlüssel. Für sein Zimmer in dem einen Ding. In dem Wirtshaus. So rum. Ja, so wird ein Schuh draus. Ach scheiße, dass der Fluss drüber weg, ne? Ich muss über die fucking Brücke. Ja, ich weiß. Hätte ich mir denken können. Na. Und rum ums Eck. Rum ums Eck. Gut, dass sie hier noch rumsteht. So findet ihr garantiert einen Job. Ich muss eh mal pennen, weil ich bloß noch 40... Hä? Ich hab doch in Uldi seinen Schlüssel. Hehehehe. Ich bin gespannt, ob der mich sieht. Setz dich doch hin, Mann. Das riskieren wir einfach, das bisschen Kohle, was wir dann dadurch verlieren. 12 Stunden schlafen.
Ach ja, manchmal würde ich auch gern 12 Stunden schlafen. Meistens müssen 8 reichen. Ich weiß, 8 ist auch gut, aber trotzdem. Wobei unter der Woche, wenn ich arbeiten gehe, sind es meistens bloß 6 Stunden. Man schafft es halt einfach nicht vor 12 ins Bett. Ich kann halt hier wirklich einfach pennen. Und Schluss. Und es ist mir keiner auf den Senkel gegangen. Sehr schön. Hat keiner mitbekommen, keiner geht mir auf den Sack. Hehehe. Ihr Trottel. Ja klar, schön, dass ich da bin. So schaut er aus. Ist er schon wieder? So. Was ist, wenn ich mich dagegen entschieden hätte zu stehlen? Wie würde ich dann an die Infos kommen? Hm. Ich hoffe, der Vogt ist jetzt nicht wieder dran. Müsst du mir jetzt ernsthaft erzählen, der war jetzt die ganze scheiß Nacht da gestanden? Gleich werde ich die Wachen rufen. Verdammt! Ist das dein Ernst? Hey Schreiberling. Ich kann halt mit dem Vogt nicht reden, das ist doch scheiße. Hey. Schaut euch jetzt den sein Gesicht mal an. Und jetzt schaut euch den sein Gesicht mal an. Brüder. Aha. Ah, ich muss immer noch zum fucking Schneider. Hat er jetzt schon offen? Ja. Ich mach hier mal zu, Jungs. Oh oh. Warum zur Hölle ist da jemand drin? Schlossen hat ein Schwert. Schlossen hat ein Schwert. Mach ich mal zu. Das hat er gespeichert, wie ich geschlafen habe, ne? Nein! Oh oh. Hey du! Hör dich nicht! Nein, 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 nein. Komm her! Ich werde dich finden, du elender Hund! Na schön! Jetzt bist du tot! Was? Als ob ihr eine Chance hättet. Greifst du den anderen an? Da, den da! Ach.
Oh, hinter mir ist einer, oder? So, jetzt habe ich den Vogel erledigt. Oh je. Alter. Alter, wie es mich jetzt voll aufgemischt hat am Schluss. Fortfahren. Müssen wir mal schauen, was läuft. Oh, das mit dem Vogel geht mir gerade echt einen Strich, Alter, dass ich nicht mit dem reden kann. Jetzt bin ich wieder hier. Vielleicht haben wir ja so den Vogt aus dem Trott gebracht. Also Richtung... Wir haben ihn getötet. Jetzt ist er wieder irgendwo und steht rum. Oder er macht immer noch den fucking Moonwalk. Ja, das hat halt wirklich funktioniert. Geil. Vogt, geh her. Gelobt sei Jesus Christus. Wahrscheinlich hat ihr das neue Laden funktioniert, aber... Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Razzi schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Razzi? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr, ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Eine Frechheit ist das. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr, ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Okay. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt. Aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Kamen dir Gerüchte über Fremde in der Stadt zu Ohren? Leute, die sich seltsam benehmen? Nichts, was der Rede wert wäre. Sicher wird über den Müller geredet, dass Leute ihn dies und das tun haben sehen oder Leute ihn des Nachts besuchen würden. Aber er hat nie was getan. Er ist ein anständiger Kerl. Für einen Müller. Ich werde ihn fragen, ob er etwas gehört hat. Er wohnt auf der anderen Seite des Flusses, beim Sumpf. Aber mach dir keine Hoffnung. Ob er dir helfen kann, ist fraglich. Ja, weil er ein Arschloch ist. Hab Dank, Vogt. Also gut, auf zum Läderer. Zum Läderlappen.
So, wo ist jetzt der Leiter? Der Leiter. Da hinten ist der Leiter. Fertig. Oh, warte, du bist ja da. Hopp, aufsteigen. Dann kommen wir ja doch weiter. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich nicht wieder die Folge nicht wieder abbrechen soll, weil ich keinen Bock mehr drauf gehabt habe, dass das nicht funktioniert hat alles. Ich habe manchmal eine kurze Zündschnur bei sowas. Bau denn noch breitere Brücken. Hier stinkt schon wieder. Hallo? Was zum? Hä? Was haben denn die Weiber in dem Spiel immer wieder? Also nicht Frauen an sich, aber ich komm irgendwann. Was ist los? Was willst dir. Du? Was zum? Ja, aber. Geht schon besser. Muss was Falsches gegessen haben. Ich meinte, du hast dich über Lumpen beschwert, die hinter deinem Haus Krach schlagen. Jawohl. Die sind mir ein Dorn im Auge. Und wie ich ihnen gesagt habe, sie sollen sich woanders kloppen, haben sie mich fast zu Brei geschlagen. Oh Gott, was zur Hölle hat denn der 117? Wann kommen sie her? Fast jeden Abend. Jeden gottverdammten Abend. Brüllen und johlen, bis die Nacht hereinbricht. Und dann gehen sie. Wahrscheinlich ins Wirtshaus. Wie viele Krawallmacher sind... Was weiß ich. Aber die machen Krach wie eine Herde Wildschweine in der Brunftzeit. Und sie sind alle auf dich los? Jawohl. Haben mich ordentlich verdroschen. So schaust du aus. Und es unternimmt... Ich war beim Vogt, aber den kümmert's einen feuchten Dreck. Unter seinem Fenster ist ja kein Radar. Also ist's ihm gleich. Einen tollen Vogt habt ihr hier. Eine Vogelscheuche sorgt für mehr Ordnung. Ja komm. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen, aber die sind ein paar und du bist nur einer. Vielleicht kann ich das mit ihnen friedlich klären. Vielleicht. Und dir treten sie vermutlich nicht. Ja, sogar ich würde dir gleich in den Arsch treten, Mann. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Hals und Beinbruch, Junge. Oder lieber nicht. Aber wenn du es schaffst, belohne ich dich. Der hat voll die kalte Stellen am Kopf. Kümmere dich um die Raufbolde. Hm? Super, jetzt habe ich erst gepennt bis um 8. Jetzt kann ich wieder warten bis um 12. Super. Das Spiel besteht immer aus Reiten, Warten, Questen. Reiten, Warten, Questen. Warten, Warten, Questen. Reiten, Warten, Questen. Ach scheiße, die Sattheit ist am Arsch, ne? Ich muss da erstmal was spachteln. Bin mal gespannt, wie viele das sind. Ach ja, so. Komm, das müsste doch jetzt reichen. 21 Uhr, Zeit für Schlägereien. Sattheit 41. Gut, dass die wie immer irgendwo was zum Fressen rumstehen haben. Was ist los mit dir? Was wollt denn ihr alle immer von mir? Wo ist denn das? Ja, was zur Hölle wollen denn die? Ich bin immer in dem privaten Bereich oder so. Achso, die sind da hinten. Ja, komm mal ins Maul, verpiss dich. Treffen die sich da hinten? Hä, sind da nur zwei? Bohnenstange? Und Klotz? Hä? Ich hätte mal mit Bohnenstange. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wie ich höre, wird hier nach Männern gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Nein, aber ich bin immer der Letzte, der was hört. Wenn einer was weiß, dann hau drauf. Wieso hau drauf? Ihr sollt dem Gerber übel zugesetzt. Daran ist er selber schuld. Ach ja? Er wollte nur, dass ihr woanders hingeht. Das hat er dir erzählt? Hühnerkacke! Er hat mitgemacht. Und sich erst mit uns angelegt, wie er sein ganzes Geld verloren hat. Er hat sich mit euch angelegt? Hätte ich ihm nicht zugetraut. Hat's versucht, hatte aber nicht viel Glück. Einstecken kann er ja.
Aber ein Treffer landen. Kein Wunder, dass er keine Kinder hat. Oh, wo kommt so Ali jetzt her? Lulatsch? Kyle? Wer bist du? Du bist Hau drauf. Hey, Hau drauf, was ist los? Ich suche Arbeit und hörte, hier würde jemand nach furchtlosen Männern suchen. Weißt du etwas darüber? Es heißt, die suchen einen neuen Schinder. Also wenn du dich vor Kadavern und Scheißhaufen nicht ekelst. Danke, aber nein. Es heißt, jemand heuert Söldner und andere Kämpfer an. Na, tja, dann weißt du mehr als ich. Ach, verdammt. Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lasst mich dir was sagen, Grünspan. Ich arbeite für den Vogt und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich, sonst würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs, die werden klar, dir dasselbe deine Freunde sagen. Fragen ist das ist Beste, als ob die mich nicht verarschen. Ich nehme dich beim Wort, aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Den Gerber aufs Kreuz legen. Hm. Es gäbe da eine dritte. Ach ja, und? Legen wir den Pfennigfuchser aufs Kreuz. Ich sage ihm, ich hätte mich um alles gekümmert und ihr lasst euch ein paar Tage nicht blicken. Hört sich gut an. Der Teufel soll ihn holen, den Gerber. Ja, aber jetzt kommen wir ja auch nicht weiter. Oh doch. Guten Tag. Wie... Mir kam... Zu allem bereit? Was soll das heißen? So was Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Davon weiß ich nichts. Das meinte ich nicht, aber... Was zur Hölle? Seid ihr für Spackos, Mann? Das ist ja auch der letzte Haufen hier. Wie ich höre... Würde ich dich besser kennen, würde ich... Was ist mit... Guten Tag. Mir kann... Kann sein. Ich schufte im Steinbruch und die brauchen... Das habe ich nicht gemeint. Warum habt ihr den Gerber ver... Der kam... Mir hat er erzählt... Tja... Na super. Was bist denn du eigentlich für eine? Warum zur Hölle hast du dich jetzt hingekommen? Schnauze. Fuck, komm ich nicht neu. Super, wie komme ich jetzt weiter? Was ist das? Halt. Karte. Vollbild. Bericht den Gerber, wie die Sachen mit den Raufbolden ausgehen. Den Raufbold, die haben sie in den Haus, bla bla bla. Ja, und der Typ mit dem gebrochenen Bein, ne? Komm, da reißen wir jetzt mal schnell auf. Ich weiß, es ist ein kurzer Weg, aber ich gehe trotzdem so schnell reißen auf. Ach ja. Das ist schon schwerer rauszufinden, aber natürlich, wenn die Hälfte verpackt ist, ist das natürlich scheiße. So, jetzt sind wir im Kloster. Schauen wir mal, ob wir jetzt mit diesem Typen reden können, der wo das gebrochene Bein hat. Und hier sind schon die Texturen am Arsch. Hey Leute, was geht ab? Ich kann mit keinem von diesen Idioten reden, ne? Oben drüber ist nichts.
doch scheiße, ist doch das. Was? Wo? Du bist nicht aus Gra... Nein, aber bitte. Oh. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich lebe, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich was gar nicht Hölle? Wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Gibt es etwas? Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter... Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Was zur Hölle? Toll. Ich konnte mit jemandem reden, konnte mir eine Quest holen, aber mehr auch nicht. Wer bist du eigentlich? Bruder Nikodemus. Der pennt hier einfach auf dem Boden. Klar, wenn es Spaß macht. Also tut mir leid, nachts schauen die aus, wie wenn sie Dämonen wären. Aber gut, ich mache jetzt die Folge heute mal ein bisschen kürzer. Mal bloß. Jawohl, ich glaube, ich habe vorhin zu spät den Timer gestellt. Egal, ich beende jetzt hier die Folge. Ja, rausgefunden haben wir ja fast gar nichts, ne? Was schade ist. Aber nachdem ich den Typen hier drin aber auch nicht mit dem labern kann. Wobei das vielleicht auch eine Sackgasse ist. Aber gut, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.